Das ist jetzt eine Testfahrt mit der neuen Kamera, die Insta360 One X. Kommt wie immer aus Shenzhen, ist glaube ich keine neue Idee, aber eine neue Ausführung, also extrem gute Auflösung. Und dadurch, ich glaube hier muss ich lang, dadurch die Möglichkeit, dass man quasi sein Filmchen dreht und im Nachhinein bestimmt, wie jetzt der exakte Bildausschnitt sein soll. Das, was da an Filmmaterial entsteht, hat dann so circa Full HD Auflösung. Also die Kamera selbst nimmt mit 5,7K auf. Und wenn ich das, also wenn ich das nicht 360 Grad und ringsherum haben will, dann schneide ich da eben bis zu 1080p raus. Und diese 1080p Aufnahmen sind dann eigentlich auch relativ schick. Auf dem Rückweg, wenn ich dran denke, werde ich hier mal ein Foto machen. Wobei es heute jetzt hier eigentlich nur wirklich darum geht, mal zu testen, ob ich die größte Krankheit, die diese Kamera aus meiner Sicht hat, eben dadurch beseitigen konnte, dass ich die Mikrofone abgeklebt habe. Also es ist mit dem Sound genauso wie bei der GoPro. In dem Moment, wo ein bisschen Wind entsteht, ist der Sound nicht mehr zu gebrauchen, während bei Windstille eigentlich wirklich was Passables rauskommt. Also ich habe gestern einen Test gemacht, wo Ilona neben mir sitzend im Auto, die Kamera links von mir, also quasi auf 1,5 Meter Entfernung, auch bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h, ohne weiteres noch zu verstehen war. Klar spricht man dann ein bisschen lauter, ganz automatisch, aber das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen. So, jetzt sind die, also die Kamera hat 3 Mikrofone, 2 davon auf der Seite, die mir zugewandt ist. Das ist auch standardmäßig die Seite, die als erstes angezeigt wird, wenn man sich den Film anguckt. Ein Mikrofon ist auf der Rückseite, die jetzt quasi dem Fahrtwind ausgesetzt ist. Und so, was mir auch noch aufgefallen ist, bisher filme ich ja, wenn ich das Einrad filme, eigentlich immer nur quasi, indem ich das schräg hinten nach unten halte oder nach vorne, oder aber immer quasi auf Höhe möglichst des Einrades. Und die Kamera jetzt gestattet mir natürlich eigentlich auch, das aus einer waagerechten Position zu machen, sodass die ganze Person drauf ist. Muss man mal sehen, was das Stitching, also das Zusammensetzen der beiden Halbbilder dazu sagt. Nicht, dass ich da einen Knick im Bauch habe oder so. Beziehungsweise man kann es dann eben auch von oben probieren. Das werde ich nachher gleich mal machen. So, hier hinten ist so ein interessantes Gebiet. Man sieht links und rechts die Mauerreste, Stacheldraht. Und die Russen haben, als sie abgezogen sind, einfach alles zugeschüttet. Ih, was für ein Matsch. Nur gut, dass das Einrad sich selber hochquält. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir hier finden.
linker Hand verdächtige Höhlen. Mal zugemauert und irgendwer hat es wieder aufgemacht. Ein Gebäude, hoher Schornstein, ein Heizhaus. Auch linker Hand. Rechter Hand wäre dann wieder ein Zaun und ein Gebäude, vielleicht nochmal abgeschottet. Ganz spezielle Sicherheitsbereiche oder eben der Außenzaun von dem, wo wir jetzt drin sind. Keine Ahnung. Hier wird offensichtlich auch gern mal Motorrad gefahren. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht vom Weg abkomme. Haha. So. Und hier ist erstmal gut. Wir laufen noch ein Stück. Ein Rad kann ich eigentlich hier lassen. Was ich total verdächtig finde, sind diese 6 Säulen mit den Stahlträgern, wo scheinbar in der Mitte einfach was rausgeschweißt wurde. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Und dahinter dann eben dieses inzwischen schön mit Graffiti eingerahmte Stahltor, nach außen gewölbt, rund, also auf Druckstabilität wahrscheinlich ausgelegt. Und eben auch einfach zugeschüttet. Wenn man bei Wikipedia nachliest, heißt es, dass hier auch Atombomben gelagert gewesen sind. Und ich würde tippen, dass das so eine Lagerstelle gewesen wäre. Dann wären die 6 Säulen hinter mir vielleicht irgendwie entweder eine Dachkonstruktion, um das nach oben unsichtbar zu machen, oder eben Teil einer wie auch immer gearteten Transportkran oder sonst was Geschichte. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, die Hallen sehen mir aus wie normale Werkstätten, Büros, weiß nicht. Also auf jeden Fall, um das hier freizulegen, braucht man schweres Gerät und dementsprechend wird es wahrscheinlich nicht getan. Und hier ist aber ein kleines Eingangsloch, wo bestimmt schon irgendwelche Idioten versucht haben reinzukommen. Ich habe jetzt kein Licht dabei und werde aber mal kurz versuchen, die Kamera reinzuhalten. Mal gucken, ob sich die 360 Grad an der Stelle ein bisschen auszahlen. So, weiter geht's nicht, also nicht viel weiter, das war's. Man hat ja mal die Vorstellung, dass dann irgendjemand von innen an der Kamera zieht und ist dann total auf Hab 8. Rundblick. Ja, und schon gehen wir wieder.
totaler Müll. Überall. Boah. Hier möchte man sich nicht aufhalten. Rechte Hand, also am Haus, ist jetzt eben gerade ein Hase abgehauen. Mal sehen, ob man das nachher auf dem Video noch erkennen kann. Also an der Hausecke, wo ich jetzt gerade drauf zugehe. Überall Graffiti und überall wachsen die Bäume aus dem Beton. Es gibt ja immer diese Endzeit-Videos, die könnte man gut hier drehen. Hier nochmal abgesetzt, das könnte auch sehr gut eine Laderampe sein. Auch diese Rohre, die da abgesägt sind, keine Ahnung wofür die mal waren, ob da Lampen drauf hingen oder man weiß es nicht. Aber hier sind Gebäude, wo man irgendwie hätte rein und rausfahren können, die dann irgendwie da auch in den Berg gehen, aber offensichtlich schon immer vermauert waren. Ja, jetzt endet vielleicht der Beitrag. Die Kamera bekommt ihre Ich-will-mich-ausschalten-Krankheit, die sie gestern schon hatte. Ich halte mal einfach noch mal auf den Rückweg, soweit es geht, hoch. Genau. Vielleicht sieht man von da aus besser. So, ich bin auf dem Rückweg. Die Kamera hat ihre Ich schalte mich schnell aus Macke wieder. Ich werde das nächste Mal tatsächlich eine Powerbank mitnehmen. Und wenn das passiert, dann die Powerbank anstöpseln, um mal zu gucken, ob das tatsächlich die schon leere Batterie ist. Könnte ja immerhin sein. Vorteil des Einrades, ich muss es nicht schieben, es fährt von allein den Berg hoch. Ist doch was, oder? So, jetzt ist die Kamera 5 Minuten aus gewesen. Ist es vielleicht ein Hitzeproblem? Das könnte natürlich auch sein. Dann würde das im Sommer sehr lustig werden. Jetzt ist ordentlich Gegenwind, also die Frage, funktioniert der Ton, wird wieder aktuell. Und ich glaube, das war jetzt das letzte Hindernis, ne, eins kommt noch, wo ich nochmal absteigen muss. Und ansonsten bin ich gleich beim Auto. Der Himmel sieht mir so aus, als ob es bald regnen würde. Wäre also gut, wenn ich das gleich schaffe.
Ja, jetzt ist die Ausschaltkrankheit wieder weg. Also vielleicht doch eher ein Hitzeproblem.